Hallo Freunde, neue Folge vom Kühnes Kochkanal. Ein Tag vor Silvester, das Jahr geht zu Ende. Zwischen den Feiertagen habe ich mal das gemacht, was ich schon immer machen wollte, allerdings in kleiner Form, nämlich ein Beef Brisket. Schaut es euch an. Ich habe mich entschieden, unsere Rinderbrust zu spritzen und über Nacht in den Kühlschrank zu legen. Hier haben wir unsere Rinderbrust, Mini-Rinderbrust, circa knappes Kilo, 400 Milliliter Rinderbrühe, aufgekocht mit jeweils 2 Esslöffeln Sojasauce und Worcestersauce. Und jetzt geht's ans Spritzen. Unsere Rinderbrust wird jetzt mit einer Lösung von Rinderbrühe, Worcestersauce, Sojasauce und Meersalz injiziert. Genaue Angaben in der Infobox. Nach der Injektion geht unsere Rinderbrust ins Vakuum und anschließend für 24 Stunden in den Kühlschrank. Nachdem wir unsere Rinderbrust aus dem Kühlschrank genommen haben, abgetupft haben, streichen wir sie ein wenig mit Sonnenblumenöl ein und dann kommt der Rub drauf. Ich habe in diesem Fall das Brisket Rub von Big Daddy's Barbecue genommen. Ihr könnt natürlich auch einen Barbecue Rub nach eurer Wahl nehmen. Und so sieht das Ganze nachher aus. El Fuego ist auf 100 Grad eingeheizt. Wir streben eine Gartemperatur von 100 bis 130 Grad an und eine Kerntemperatur beim Fleisch zwischen 88 und 92 Grad. Jetzt kommt unser Kirschholz. Da werden wir insgesamt 3 Räuchergänge starten. Ja, wir haben 90 Grad Kerntemperatur erreicht. Ich nehme das Fleisch jetzt raus, lasse es noch eine Stunde ruhen und dann wird angeschnitten. Ja, kurzes Fazit. Ich sag mal, sehr gut gelungen. Hab jetzt 5 Stunden habe ich dran gesessen. Denke mal, bei einer großen Rinderbrust, da muss ich ein bisschen früher aufstehen. Aber werde ich im Sommer auf jeden Fall machen. Dann kommt nämlich eine größere auf den Teller. Ja, soll es euch gefallen haben, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr unten rechts. Wir wünschen euch einen guten Rutsch und alles Gute, vor allem Gesundheit für 2019. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann wieder. Tschüss.